Adrie de Vries servierte seinem Partner Lionshead einen ruhigen Rennverlauf. Ausgangs des Schlussbogens sah es nicht unbedingt so aus, als ob Lionshead Lust auf einen Sieg hätte. Doch de Vries arbeitete beharrlich nach vorne und ließ Lionshead genau auf der Linie einnicken. Lionshead sehr, sehr phlegmatisch. Adrie muss da schon mal nachfragen und im Moment bekommt er 0,0 Antwort hier auf dem heißen Favoriten. Mal schauen, was er jetzt finden kann. Es geht in die Zielgerade hinein. Limbo Dancer führt vor Nanyo, dahinter Kenisha Millionär, außen Winterlinde und dann ist es erst Lionshead. Nanyo geht nach vorne. Nanyo mit Limbo Dancer an der Innenseite, außen rollt dann Winterlinde heran mit Millionär Lionshead zwischen den Pferden. Winterlinde an der Außenseite ist jetzt vorne. Winterlinde vor Nanyo an der Innenseite. Lionshead versucht nochmal heranzukommen. Dann erst Millionär, ganz innen fliegt Elisabea heran. Immer noch ist Nanyo vorne. Nanyo mit Lionshead genau im Ziel. Ist Adrie da? Und ich glaube, er hat es noch geschafft bei seinem ersten Ritt während der großen Woche. René Picholek bewies im großen Preis von Baden einmal mehr sein Gespür für gutes Timing. Gegen die drei starken Gegner setzte er Mendocino im richtigen Moment ein. Auf dem besseren Boden der Außenbahn hatte Picholek dann gegen Weltklasse-Jockey Frankie Dettori das bessere Händchen. Vorne ist das alte Adler, Tasso lässt sich jetzt anfassen, innen San Marco, der macht optisch den besten Eindruck mit Beginn der Zielgeraden. Außen ist es Torquato, Tasso, innen San Marco, alter Adler verschwindet jetzt und jetzt kommt Mendocino. Tasso muss aber heute mal richtig kämpfen, San Marco geht nach vorne, San Marco vor Torquato, Tasso, Mendocino läuft ein Riesenrennen. Was ist das für ein Finale? Mendocino außen, Mendocino, Torquato, Tasso, San Marco an der Innenseite, Tasso, du kannst kämpfen, Torquato, Tasso. Mendocino, Mendocino, was ist das für eine Geschichte? Ich fall vom Glauben ab. Orjan Mosabayev hielt sich mit Western Soldier lange in ruhigem Fahrwasser in der Mitte des Feldes auf. In der Zielgeraden war ein erster Vorstoß an den Innenrails nicht von Erfolg gekrönt. Doch Mosabayev wechselte beherzt die Spur und Western Soldier zündete auf den letzten Metern den Turbo. Lightning Jog for Way to Dubai. Way to Dubai hat die Führung vor Lightning Jog. Innen greift Western Soldier an. Dahinter dann New Wizard mit Donna Florentina, mit Vicente außen. Vorne aber Way to Dubai vor Lightning Jog. Way to Dubai. Lightning Jog bleibt der hartnäckige Angreifer. Way to Dubai vor Lightning Jog. Da wird es kurz ein bisschen eng. Dahinter Western Soldier kommt jetzt auf freie Bahn. Dann Vicente, New Wizard innen. Donna Florentina die letzten 100 Meter. Way to Dubai verteidigt die Spitze. Western Soldier greift an. Western Soldier wird stärker und auf der Linie hat Western Soldier das Rennen gewonnen gegen Way to Dubai.